Hi Team Get Your Ass Up, was geht ab? Heute geht's um das Thema Schlampen und warum Männer oder allgemein Menschen Frauen niemals als Schlampen bezeichnen sollten. Jeder kennt das. Oh, die Frau schläft mit ganz vielen Männern, das ist voll die Schlampe. Die ist leicht zu haben, ist voll die Bitch. Eine klassische Schlampe eben. Männer müssen unbedingt aufhören, Frauen als Schlampen zu bezeichnen. Das ist das Schlimmste, was sie überhaupt machen können. Wenn eine Frau als Schlampe bezeichnet wird, Schlampe ist ein sehr negatives Wort, dann sorgt das dafür, dass sie in der Gesellschaft und von anderen Leuten negativer wahrgenommen wird. Vielleicht wird sie aus sozialen Gruppen, aus Freundeskreisen ausgestoßen oder Leute wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben. Das ist ein unglaublich negatives Wort, was der Frau eine unglaublich negative Identität gibt. Das heißt, Frauen vermeiden es so gut wie es geht, um aller Mittel vermeiden sie es, als Schlampe bezeichnet zu werden. Du musst dir das so vorstellen, damals, als wir noch in den Höhlen gewohnt haben und gejagt haben mit den Speeren. Damals war es so, wir haben in Gruppen gelebt, in kleinen Gruppen, die zum Überleben wichtig waren. Wenn du nicht Teil einer Gruppe warst, dann hattest du ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil alleine zu überleben in dieser harten Umgebung war super schwer. Wenn es natürlich passiert ist, dass du in deiner Gruppe einen negativen Ruf hattest, und das konnte ja mal passieren, dann wusste sofort die ganze Gruppe davon und dann konnte es sein, dass du aus der Gruppe ausgeschlossen wurdest. Dann warst du alleine unterwegs, für dich selbst verantwortlich und gerade für Frauen war das unglaublich gefährlich, natürlich auch für Männer. Aber Frauen, die ja nicht selbst jagen konnten und das nicht gelernt hatten, für die war das unglaublich gefährlich. Deswegen, und das haben wir heute noch so ein bisschen drin, vermeiden wir es, eine negative soziale Identität zu haben, sowas wie Schlampe. Wir wollen nicht die Identität einer Schlampe haben, weil wir sonst eventuell aus Gruppen, aus unseren Freundeskreisen, allgemein von der Gesellschaft ausgestoßen werden können. Männer wollen aber gerne Sex mit Frauen und Frauen wollen gerne offen ihre Sexualität leben, denn Frauen sind auch sexuelle Wesen. Das können sie aber nicht, weil sie von den Männern, die sie nicht ins Bett kriegen, immer als Schlampen bezeichnet werden. Frauen können also niemals ihre Sexualität offen ausleben und das nur, weil Männer sie als Schlampen bezeichnen. Wenn Männer aufhören würden, sie als Schlampen zu bezeichnen, dann könnten Frauen viel offener mit ihrer Sexualität umgehen und könnten sich vielleicht auch viel schneller und viel einfacher darauf einlassen, mit einem Mann Sex zu haben. Das heißt, es bringt allen Männern etwas, wenn wir die Frauen ermutigen, offener mit ihrer Sexualität umzugehen, indem wir sie nicht mehr Schlampen nennen. Meistens nennen Männer die Frauen Schlampen, weil sie beleidigt sind oder angenervt davon, dass sie selbst nicht so viele Frauen im Bett haben. Oh, die schläft mit jedem, diese Schlampe. Oh. Die wollte ich eigentlich gar nicht, mit der hätte ich eh nichts gemacht, du bist beleidigt und ach nee, Schlampe, stempel sie als Schlampe ab. Alle Männer, alle Menschen müssen damit aufhören. Frauen und Männer sollen ihre Sexualität offen ausleben können, Frauen sind keine Schlampen. Du solltest dich darüber freuen, wenn eine Frau den Mut hat, mit vielen Männern zu schlafen, beziehungsweise nicht mit vielen Männern zu schlafen, aber ihre Sexualität offen auszuleben. Ich bewundere solche Leute. Ich bewundere Leute, die sagen, okay, scheiß drauf, was die Gesellschaft denkt, was andere Leute von mir denken. Ich lebe meine Sexualität offen aus, da habe ich großen Respekt vor, aber wir alle sollten aufhören, Frauen Schlampen zu nennen. Also, aufhören damit und dann können wir alle viel offener mit unserer Sexualität umgehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn das so ist, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen für Videos, schreibt uns das in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Channel für mehr tägliche Videos, liked das Video, damit wir merken, okay, der Content gefällt euch und schreibt uns einfach in die Kommentare, habt ihr schon solche Erfahrungen gemacht, dass Frauen euch vielleicht gesagt haben, hey, ich würde gerne mit dir schlafen, aber ich habe Angst, als Schlampe zu gelten. Das sind nämlich oft Sachen, die man von Frauen hört, weil sie halt Sorge haben, abgestempelt zu werden. Wenn ihr sowas schon mal erfahren habt, schreibt es uns in die Kommentare. Und ansonsten denkt immer dran, wenn ihr eine Frau oder einen Mann auf der Straße seht, der euch gefällt, die euch gefällt, get your ass up und sprecht sie oder ihn an. Wir sehen uns morgen.